Herzlich willkommen zum Spezi Samstag auf dem Kanal, auf dem es die besten Videos auf ganz YouTube gibt. Heute haben wir wieder eine Facebook-Analyse. Diesmal haben wir die Facebook-Seite von K1 gestalkt, weil ihr es in die Kommentare geschrieben habt. Und Dennis ist ein begnadeter K1-Fan. Gucci-Gürtel anwesend. Wenn euch diese Rubrik gefällt, dann müsst ihr direkt am Anfang einen Daumen nach oben geben und uns jetzt in die Kommentare schreiben, genau jetzt. Was wirfst du da? Bänder. Was ihr als nächstes für eine Seite wollt. Jetzt gibt es ja super viele Facebook-Seiten. Schreibt mal in die Kommentare, welche wir als nächstes analysieren sollen. Und dann wird die anal genommen. Bild mit zwei Portemonnaies. In einem steht mit Freundin, da ist ein leeres Portemonnaie. Und ohne Freundin ist ein volles Portemonnaie. Nee, andersrum. Nee. Ach so, stimmt, Entschuldigung. Ey, willst du mich ficken? Ja, ey, K1, Reffersprache. Fuck me. Also bei mir ist das so, ich habe Geld, aber wenn ich mich mit Freunden treffe, dann immer ein bisschen weniger, weil ich zum Beispiel ein Eis allen kaufen möchte. Glaubt ihr, Männer zocken Frauen nicht ab? Doch, sehr wohl. Es gibt welche, die leihen sich immer Geld und irgendwann sind sie weg, aber ne, schiebt alles auf die Frauen. Alle sind ja so geldgeil, aber ihr nicht. Oder hast du jede Frau auf dem Planeten schon kennengelernt und weißt, wie sie ist? Wenn du eine Freundin hast, gibst du mehr Geld aus? Ich gebe da schon sehr viel Geld aus. Gucci-Taschen. Und Lamartina-Gürtel. Die Inge schreibt, es ist ein schönes Foto, aber doof. Ja. Sag ich auch, wenn ich deine Foto sehe. Ja, genau. Und wo ist Platz für euer fettes Biggest Ego? Und überhaupt, mal ehrlich, findet mal erst so einen, der so verdient, Männer kriegen das sowieso nicht auf die Reihe. Der letzte Kommentar ist von dem Kerl. Ha, jetzt erst recht. Young Money Cash Money. Halal Money. Mein Name ist Dennis und ich bin auch wieder mit am Start. Und fangen wir doch gleich direkt mal an, oder? Ihr könnt aber in die Kommentare schreiben, während ich das hier alles vorlese, was ihr zu K1 sagt. Sind K1-Fans im Raum? K1 hat nämlich gepostet, Catch Me If You Can. Da kam dann, bin ich zum Begräbnis eingeladen? Hahaha, für diese Worte drückt Arafat ab bei Tageslicht. Bis vor einer Stunde warst noch im Mediamarkt im FN, du Lappen. Du dummer Hundesohn, du wirst noch gejagt. Die Abu Chakas waren nämlich deine Familie. Lauter reden. Und du bist so ein Drecksverräter. Du sagst mir nicht, was ich zu tun habe. Der ist ja auf Malle, da waren wir ja auch vor ein paar Tagen. Hallo Mallorca, schreibt er da mit einer Palme und einer Sonne. Und da ist natürlich ein Kommentar von bosshafte Wetttipps. Bosshafte Wetttipps starten durch. Wer sich bosshafte Gewinne abholen will durch Fußballwetten, sollte uns abchecken. Macht Cash mit Rap und Bundesliga-Wetten. Kollege. Wie ein Hund. Alter, Alter, du gehörst an die Leine, Hund. Wo bist du, Kay? In der Mallorca darfst du es nicht sagen. Ganz komisch. Der letzte von Bilal. Na, du hast bald Abkacker. Es tut weh zu lieben, aber es tut noch mehr weh, verarscht zu werden. Hey, hey, es gibt doch noch so viele andere Mädchen im Kindergarten. Eine davon wird doch was taugen. Kenneth, we all hate you. Unverschämt. Statt im Ozean des Selbstmitleids zu versinken, sollte man auf der Oberfläche schwimmen. Einfach mal die Gefühle außen vor lassen. So schlecht geht es einem gar nicht. Man sollte nicht melodramatisch werden, sondern das Leben locker nehmen und einfach drauf scheißen. Es gibt auch andere Dinge. Das kenne ich auch. Mich haben schon viele Männer verarscht. Viele Männer haben mir schon gesagt, dass sie mich lieben. Aber mir zeigen, dass sie es wirklich ernst meinen, nichts. Der letzte Kommentar kommt von Sanin. Schreib mal lieber am Diss weiter und lass doch bitte diese Posts, die eigentlich nur von Frauen oder Schwulen stammen könnten. Mini-Me und der Wikingerbart müssen rasiert werden. Also mach! Wir haben wieder ein Profilbild genommen, aktuell. Und da geht es natürlich immer rudimentär um den K1 selbst. Gucken wir uns jetzt mal an. Dein Charakter, Herz. Deine Augen, Herz. Deine Haare, Herz. Deine Art, Herz. Deine Stimme, Herz. Dein Style, Herz. Du bist perfekt. Kuss, Kuss, Kuss. Ich liebe dich, Herz. Merkwürdig, dass Kay nie ein Foto von seiner Scheißfleckseite im Gesicht macht. Mal ehrlich, du bist vielleicht berühmt und verdienst auch gut, aber dass du dir jede Woche einen anderen Ferrari oder so kaufst, bzw. leist, und dann meinst, du wärst super reich, ist so unnötig. Macht der Kay das denn? Ja. Gut. War gerade in der Apotheke und bestellte 50 Kondome. Hinter mir kicherte zwei Mädels. Ich schaute sie an, lächelte und sagte zum Apotheker, 52. Mehr Sprüche auf, läuft wieder. Ach so, der hat 50 gekauft und hat die Mädels hinter sich angeguckt und sagt dann 52. Schreibt eure Meinung zu K1 in die Kommentare. Und muss man eigentlich Prince K1 sagen? Es ist, glaube ich,
eingetragen im deutschen Markenrecht Prince Cable. Ja. Gib da noch oben, wenn euch jetzt gefällt. Viele Grüße an Emery. Ja, Peace, Bruder. Letztens Crystal, war eine gute Nacht mit uns. Wir haben gute Party gemacht. Folgt dem Lukas bei Instagram, @lukispooky. Ne, Lukas? Yeah. Bis zum nächsten Mal. Tschö.